Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ark mit Reggie zusammen. Auf unserem Server. Hallo zusammen. Hey. Ja, auf unserem tollen Server immer noch. Ach, ich bin ehrlich happy. Ich bin seitdem sehr viel entspannter, muss ich ehrlich gestehen. Ich mache jetzt erstmal Extreme Metall Farming. Oh, ich habe schon ordentlich was. Ich habe jetzt schon 10. Krass. Ein Level Up. Uha. Ich sollte mal meine Gesundheit nach oben bringen, habe ich gerade beschlossen. Die würde mir sicher helfen beim nächsten Mal. Ja. Ich habe auch 200 Gesundheit, aber es hat mir nicht wirklich so geholfen. Gegen den, was war das? Carnosaurus? Ja, wir brauchen unbedingt sehr, sehr viel coolere Sachen. Eine Schusswaffe wäre. Dann hätte ich ihn einfach umgenietet. Aber die habe ich immer noch nicht bekommen. Stimmt, oh, ich sollte das Holzfloß lernen überhaupt erstmal. Ja, wäre eine tolle Sache. Ja, habe ich jetzt gelernt. Ich habe das völlig vergessen. Ich dachte, ich kann das schon. Oh, und ich kann die Schere lernen. Ich meine, bringt uns nichts, weil wir brauchen Obsidian. Ich habe keine Ahnung, wo man das herbekommt. Ich glaube, deswegen lass es lieber noch erstmal. Ja, lass es machen. Ja, die Pelzsachen brauchen wir uns auch noch nicht holen, weil da brauchen wir Pelz, Haar oder Wolle. Haare, weiß ich. Also, und alles, was wir. Also, ja, und die Sachen bekommen wir erst, wenn wir die uns mit einer Schere holen. Merkt ihr was? Also, alles, was hier kommt, irgendwie. Habe ich irgendwie das Gefühl, brauchen wir uns gar nicht angucken. Ach, stimmt, die Armbrust. Die kann ich lernen. Ja, die habe ich doch schon gelernt. Brauchst du nicht lernen. Ach so, okay, gut. Nee, nein, so schnell okay. Geht die, glaube ich, nicht kaputt. Ist ja aus Metall. Wenn ich mir so meine Spitzhacke angucke, wie lange die hält. Ich weiß nicht, was hat die Spitze? Ja, stimmt, du hast recht. Okay. Mittelgroßes Beet hatte ich schon. Die Sachen hier brauche ich alle erstmal nicht. Und, oh, nächstes Level. Ach, du kannst da sogar schon eine Bärenfalle bauen. Ich erst im nächsten Level. Ja, dann kann ich andere Tiere ziehen. Größere. Hm. Nice, nice. Und dann kommen eigentlich schon mit Level 33 kommen schon die nächsten Klamotten wieder. Ganz ehrlich, ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind echt schlecht. Ich weiß nicht, warum ich das denke. Ich habe kein Essen dabei. Das ist scheiße. Ja. Ich muss jetzt schnell nach Hause und essen, sonst kippe ich gleich um. Komm, komm, du. Ist blöd. Nimm mich mit. Ich bin auch am Erfrieren, das heißt, ich verliere nicht nur Leben durch Hunger, sondern auch Leben durch Kälte. Das ist eine sehr, sehr fatale Kombination. Ja, allerdings. So, zum Glück hat mein Triceratops so viel Bären drin. Dann werde ich mir alle gleich reinziehen. Mach das. Ich werde ein bisschen Fisch kochen. Ich habe jetzt Lust auf Fisch. Abgesehen davon, dass ich hier kein Holz drin habe. Ach, Mensch. Was ist im Lagerfeuer? Ist übrigens auch noch vergammeltes Fleisch drin. Also, falls du unbedingt mal irgendwie so was zum Essen, also was zum Essen brauchst, wollte ich gerade sagen. Nee, unbedingt was brauchst, ne? Um Betäubungspfeile herzustellen. Ja, ich habe jetzt erstmal genug. Was so, jetzt denn? Schmelzt sich nämlich das Eisen ein, da können wir uns beide eine Armbrust machen. Glaube ich. Cool. Ich hab jetzt 33, ja, das reicht für zwei Armbrüste. Ja, nice. Kannst du ja natürlich auch eine Axt herstellen. Je nachdem, was du lieber magst. Ja, schwierig. Ich glaube, ich nehme. Ja, schwer zu sagen. Ob ich jetzt die Armbrust oder die Axt haben will. So. Siehste, falls ich das nächste Mal. Ach so. Falls ich das nächste Mal sterbe, werde ich mal meine eine Rüstung hier schon mal reinbauen. So. Irgendwann wird sie wieder sterben, die Regie. Irgendwann ist es soweit. So, und ich nehme den Raptor und laufe jetzt erstmal zum blauen Licht. Ich mach das. Ja, sollten wir ja schon öffnen können, ne? Theoretisch. Ja, ich muss sowieso warten, bis das Metall fertig ist, von daher. Hast du jetzt
Hast du jetzt meinen Raptor genommen? Ja? So. Ja. Ich bin gerade von der Klippe mit ihm gesprungen. Aber er hat's überlebt. Er hat nicht mehr Leben verloren. Na, dann ist ja gut. Ja, ich nehme halt einfach deinen, ne? Oh, nein! Was denn? Ich komme ja gleich wieder. Halt, alles gut. Wie du willst. Alles gut. Mir ist wurscht. Ich meine, ich will ja gar nicht weit weg. Ich meine, es ist zwar blöd, so im Regen und im Dunkeln, weißt du, so wenn die Dinosaurier kommen. Aber du bist ja nicht weit weg. Ich hab eine Rüstung bekommen. Cool. Sieht das behindert aus. Okay. Tja. Ja, so eine Rüstung wäre jetzt auch cool. Das wäre natürlich noch richtig cool, ne? Wenn ich jetzt keine Rüstung einfach... Ja, wenn man eine Rüstung einfach so kriegen würde. Tja. Ich sehe nix. Musst du Gamma einstellen? Nee, ich wurde angegriffen. Ach so, oh. Das ist blöd. Warte, kaputt. Nee, du Bengel. Bengel? Ja? Ich habe mit deinem Raptor gerade zwei Viecher umgebracht, die mich angegriffen haben. Zu Recht. Ist der schnell, ey. Das ist so cool mit ihm. Wie so ein Torpedo. Ja, kannst du mal sehen. Der Triceratops ist aber ganz schön mutig. Ja. Wieso? Ist er vom Berg rauf geklettert und runtergefallen. Okay. Ja, ich finde es auch eigentlich gar nicht so schlecht, ne, dass hier so viele Dinos rumschwirren. Weil ich meine, mehr zu essen auf der einen Seite und auf der anderen Seite mehr Leder, ne? Das stimmt. Hat alles Vor- und Nachteile. Natürlich brauche ich Fasern, ey. Ach komm. Ich sammle wieder Fasern. Wobei, warte. Hatte ich das gelernt? Was denn? Huch! Es gab ja dieses Werkzeug, ich lerne das jetzt mal. Das ist zum Fasern sammeln. Ein Werkzeug zum Fasern sammeln? Ja, da. Metallsichel. Ah, okay. Was brauche ich dafür? 18 Metallbahnen. Okay, das lohnt sich nicht. Ich gehe zu Fuß los. Okay. Guck mal, ich habe dir deinen Raptor wieder hingestellt. Yay! Zeig mal deine Rüstung. Zack, 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 zack. Warte, ich will auch, dass alle lachen. Der Buschmann! Zero, der Buschmann. Ja. Ohne Hose. Sieht aber lustig aus. Ja, sag ich ja. Meine Shorts. Die sieht allerdings sehr lustig aus. Wenn wir eines Tages irgendwo Metall finden, dann können wir uns diese Sichel bauen und haben nie wieder Faserprobleme. Ich mach uns einen ganzen Schrank voller Fasern. Ja, Mann, das wäre auf jeden Fall eine sehr gute Idee. So, und du hattest aber gesagt, dass du jetzt genug hattest hier für eine Armbrust, ne? Ja. Oder musst du erstmal das Erz schmelzen? Nö, nö. Ich habe meine gebaut. Fünf Eisen sind noch im in der Werkbank. Du bist ja schon wieder hier. Sag mal, hast du dich teleportiert, oder was? Nein. Die Armbrust. Läuft weg und im nächsten Moment sehe ich ihn einfach mal wieder. Achso, du musst mir die herstellen. Stimmt ja. Ja, warte. Da war ja was. Also soll es eine Armbrust werden, ja? Ja. Achso. Ja. Fasern, wir brauchen Fasern. wie viele? Weil ich habe jetzt noch 27 hier. Ja, pack rein, das dürfte reichen. Gut. Ja, dann sind da 50 Stück drin. So, wird gebaut. Cool. Dankeschön. Bam, bam, bam. Dann kann ich mich nämlich besser verteidigen und dann traue ich mich auch wieder weiter in den Wald rein.
Weil, ihr wisst ja, Reggie ist ein kleiner Schisse. So, dann werde ich uns nochmal ein paar Dinos organisieren. Ich weiß zwar nicht, wie. Zehnte? Ja. Ja, das ist cool. Und vielleicht kann ich ja mit der Armbrust sogar besser zielen oder so. Ja, stimmt, weil ich sie nicht mehr spannen muss, ne? Hm. Ich würde gerne so einen Vogel holen. Ein Vogel, ja, ein Vogel wäre cool. Ich glaube, vielleicht kann ich damit auch einfach. Ja, mal gucken. Ich muss so ein bisschen üben, weil Zero hat mir erklärt, wie man am besten so einen Controller benutzt. Also diese Joysticks am Controller. Ich muss gestehen, ich habe ihn, glaube ich, immer falsch benutzt. Oh, hier ist neues Licht. Ich gehe hin. So, mach das. Ich werde weiter Bäume fällen, damit wir endlich unser Floß. Ach nee, ach Gott, ey. Bäume und. Ich wollte noch mehr machen. Ich wollte uns ja auch Schlafsäcke machen. Uns ein Floß und Schlafsäcke. Hey, ich habe eine Leuchtpistole. Juhu! Die will ich nicht haben. Wieso? Du kannst ein Signal senden, wo du bist. Ja. Ist doch schön. Wenn du dich mal verläufst. Ja. Ja. Dann sehe ich ja, wo du bist. Das reicht mir. So, hier muss doch irgendwas rumlaufen, was wir noch nicht haben. Ich muss nämlich alles Mögliche sehen. Was bist du für ein fettes Viech da unten? Komm hier. Oh, das ist ein Manta. Ich könnte den Manta tamen. Meinst du, das geht? Er ist gerade an Land geschwommen und gestorben. Großartig. Ja, das ist mir doch das eine Mal auch passiert. Deswegen habe ich mich ja gefragt, ob das wirklich geht. Weil dann zähmst du ihn. Und in dem Moment, wo du weggehst, dann kommt er dir hinterher, schwimmt an Land und ist tot. Ja, das ist uncool. Ja, irgendwie schon, ne? Lege gegrilltes Filet in den letzten Item-Slot, um ihn damit zu füttern. Nein! Kann ich nicht mit was anderem füttern? Gegrilltes Filet? Ja. Wir sehen halt ein bisschen anspruchsvoll, wa? Ups, jetzt hab ich's gegessen. Na gut. So, gut. Hier, Tierchen, willst du was? Willst du was? Willst du was? Njam, oh. Das ist wie mit Mr. Flauschig. Ja, Mr. Flauschig, guck mal, hier was zu essen. Njam, njam, njam. Mm. So, oh, essen sie alle das Gleiche? Ja. Die essen alle das Gleiche. Ich habe kein gegrilltes Filet. Wo soll ich sowas herbekommen? Das vergammelt so schnell. Muss es halt nehmen. Dann hingehen und so weiter. So, cool. Das ist doch blöd. So, ich werde mich jetzt fast komplett in Ledersachen einkleiden. Das ist sehr, sehr cool. So. Sieht aus wie so ein kleiner Soldat. Weißt du, was mir gerade auffällt? Ich habe voll die kurzen Ärmchen. Voll die Stummelärmel. Wie in der Realität. Hallo? Aber ich bin ja auch ganz klein. Da darf man ja kurze Arme haben. Okay, die Dinos haben sich nicht resettet anscheinend. Keine Ahnung. Ah ne, der war vorher bei uns da vorne, ne? Hier ist wieder dieser komische Flossentypi. Okay. Ich weiß nicht. So, mein kleines Raptorchen, möchtest du mir mal bitte wieder folgen? Muss ich nämlich nicht mal aufpassen, wo er ist, dann rennt er mir hinterher. Und beschützt mich. Das ist wichtig, ich brauche auf jeden Fall Schutz. Und ganz ehrlich, wenn du so einen Raptor hast, der dich beschützt, das ist schon viel wert. Wenn man dann nämlich einen. Ja. Ja. Mal gucken, ob ich einen richtig geskillt kriege. Vielleicht sollte ich mir mal angucken, wie man so einen Raptor richtig skillt. Keine Ahnung. Ich würde halt auf Gesundheit und Angriffskraft gehen, ne? Meine Bewegungsgeschwindigkeit hat er genug. Das stimmt wohl. Naja. So. Ich verprügel Dodos mit meinem Raptor. Das macht Spaß. Das ist toll. Die armen Dodos. So.
Du musst nur auf diesen komischen Dino aufpassen, dass er mich nicht hilft. Er trifft. Ja. Ich muss auch aufpassen, was hier so rumschwirrt. Weißt du nicht, dass ich hier am Baum hänge? Wo ich so fröhlich vor mich hin, dumm, dumm, dumm. Wo ich den Baum abholze und hinter mir kommt irgend so ein Vieh und greift mich erstmal an und macht mich tot. Ja, das passiert aber eigentlich nur, wenn du im Inventar bist. Dann greifen sie dich an. Ja, okay, stimmt. Stimmt. Und ich habe übrigens geguckt, ja, das eine Vieh, was Zero meinte, was gegen mich hatte, was mich mehrmals getötet hat, mehrfach. Ich habe es mir angeguckt, es hatte tatsächlich was gegen mich. Und ich dachte echt so, Alter, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Unglaublich. Und wir haben hier ganz in der Nähe von der Basis einen coolen grünen Strahl, das finde ich gut. Den schnapp ich mir jetzt. Vorausgesetzt, ich komme ran. Ja, cool. Der ist ja wirklich genau bei uns in der Basis. Geil. Ja, nice. Ja. So. Ja, muss ein gutes Fleckchen ausgeben, oder? Oh Gott. Wie geil ist das denn? Was? Oh mein Gott, warte. Brauche den Controller, weil sonst sehe ich das nicht, was das ist. Ich meine, wir können alles noch nicht. Doch, du kannst es schon benutzen. Bauplan. Generiere Brood-Mother-Gamma-Portal. Verwende dies, um ein Portal zur Brood-Mother leicht zu generieren. Heißt, wir haben ein Portal für Level 30. Also ich meine, es ist nur der Bauplan. Und man bräuchte Artefakte dazu. Wie krass. Ich habe diese ganzen... Kannst du dich noch an diese Drachendinger erinnern aus dem... Roten aus diesem Ding. Ja. Die habe ich für Level 100, alle drei. Dann habe ich eine Spinne, drei Stück für Level 30. Und drei Stück so einen komischen Affen für Level 45. Also jeweils für, glaube ich, für leicht, für mittel, genau, und für schwer. Dann habe ich einen Kochtopf, einen Pinsel, einen Schrank und einmal Stimulantien. Okay. Hält dich wach, aber lässt dich dehydrieren, okay? Krass. Oder läuft ein Raptor. Also ich muss sagen. Weg. Was bist du weg? Ein Raptor. Ich bin weg, sag ich. Achso. Jo, richtig so. Krass. Krass, krass, krass. Ich bin. Okay. Ich bringe das natürlich erstmal zu uns in die Basis in Sicherheit, ne? Mhm. Weil ich will ja auch nicht unbedingt mit so Sachen im Rucksack sterben. Das wäre tragisch. Oh, da würde ich mich aufregen, stundenlang. Mal gucken, ob ich nach Hause finde. Ich hoffe. Hey, wenn ich jetzt eine Leuchtpistole hätte. Keine Ahnung, vielleicht wo ich mach bin. Das jetzt. Okay. Ja gut, jetzt sehe nicht mal ich dich mehr. Ich werde das schon kriegen. Ansonsten, ich meine, du hast ja die Karte. Ja, stimmt. Also, ich meine, so ungefähr siehst du das ja auf der Karte. Ich laufe einfach mal hier lang. Das wird schon richtig sein. Ja. Stimmt, ich muss eigentlich nur zum roten Obelisk, ne? Ja, stimmt, das geht auch, ja. Also es gibt da, du siehst, es gibt da sehr viele Möglichkeiten. Ich will irgendwas Neues sehen, aber hier ist nichts. Nichts Neues. No. Nichts Neues, was mich nicht umbringt. Sag ich so. Ja. Verstehe schon. Oh Gott. Ansonsten. Sorry. Was? Ich habe ein Ei geklaut von der Schildkröte. Fand sie nicht so cool. Verstehe ich gar nicht. Schildkröten sind doch echt undankbar, ne? Ja. Dann nimmt man ihnen schon die Arbeit ab, das Ding auszubrüten, weißt du? Ach ja. Also ganz ehrlich, das mit dem Schrank finde ich voll cool. Ich finde das richtig genial, dass wir jetzt mit Haus. Cool. Ja, ich weiß zwar nicht, wie ich es geschafft habe, von der anderen Seite nach Hause zu kommen, aber ich bin nach Hause gekommen. Und wer weiß, wie du gelaufen bist? Das ist eine gute Frage. So. Hm.
Aber ich habe irgendwie nichts gerissen, außer dass ich mich ein bisschen. Ja, ich bin ein bisschen spazieren gelaufen, sagen wir es so. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, lass uns doch einfach das Spiel genießen. Nö. Mache ich die ganze Zeit so. Ups, war der. So, Kiste voll. Habe ich etwa keine normalen Pfeile mehr? Wer weiß? Fasern, ich hasse Fasern. Weißt du was? Aber dann nimm doch. Aber hat denn, aber kann der Triceratops nicht Fasern und Beeren sammeln? Nein, nur Beeren. Aber okay. Weißt du, was ich jetzt mache? Pass. Ich hole jetzt genug Eisen, um mir diese verdammte Sichel zu bauen. Es geht mir auf den Sack. Es geht mir einfach auf den Sack. Egal, was ich mache, ich brauche Fasern, weißt du? Ja. Hier. Ach, da sind die Maissamen. Oh, ich muss unbedingt das Floß fertig kriegen. Weil ich will nämlich, logischerweise, hier, sehr schön. Ich will ja die Farm auf dem Floß dann bauen. Ja, das ist. Ich meine, es ist ja blöd, weißt du, wenn wir die ganze Zeit unterwegs sind. Dann kann ich ja nicht ständig irgendwie zu Hause rumhocken und da meine Farm wieder auf Vordermann bringen. Oder keine Ahnung, ich meine, es wäre halt so eine coole Futterquelle für zwischendurch. Das stimmt doch. Oder wollen wir die Farm nur zu Hause aufbauen? Nö, können wir schon unterwegs haben, oder nicht? Gut. Ich meine, das wird dann unser Hauptzuhause und das hier wird unser Ferienhaus. Ah, das Ferienhaus am Berg. Genau. Auf dem Berg. So. Das sind natürlich keine runden Steine mehr, verdammt. Ich muss neue suchen. Ich muss sagen, ich habe diese runden Steine, glaube ich, noch nie gesehen. Ich habe letztens mal so nebenbei mal versucht zu gucken. Keine Ahnung. Oh, Roma, meine alten Sachen weggeschmissen, braucht ja keine Sau mehr. Wie, die alten Sachen weggeschmissen? Ja, die Holzachse hast du nicht gesehen. Ach so, ich habe die in die Truhe gelegt. Ich meine, nach dem Sterben ist es schon ganz praktisch. Ich werde aber nicht sterben. Du nicht, ich schon. Garantiert. So, das reicht wahrscheinlich noch nicht an Metall. So ein Mist. Okay. 14, das heißt, das ergibt 7. Ich brauchte 18 oder so, ne? Halt. So. Oh, soll ich dir mal was sagen? Folge vorbei? Ja, schon wieder. Das, ey. Nicht schlecht. Ja, na dann, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann zu einer neuen Folge wieder, wenn ich irgendwie mal langsam schaffe, unser Floß zu bauen, wenn wir dann langsam schaffen, Stück für Stück ein Haus an das Floß zu bauen und dann richtig cool durch die Gegend segeln werden. Ja, da freue ich mich drauf. Ja, haut rein. Ja, ciao. Tschüss.